Mein Name ist Nils Möbius, ich bin Teil des Anlagemanagements bei der Bank für Sozialwirtschaft. Ich glaube, dass es mittlerweile in der Finanzbranche oder auch in der Wertpapierberatung Standard ist, zumindest Standard sein sollte, dass das ein Mindestmaß darstellen kann und darauf aufbauen dann weitere Themen Anwendung finden. Wir haben bei der Bank für Sozialwirtschaft unsere eigenen Kriterien, die wir beispielsweise bei den Nachhaltigkeitsfonds ansetzen, wo wir dann im Endeffekt alle Kriterien unserer Kunden einfließen lassen, um da eine Möglichkeit der Anlage zu bieten, wo sich alle Kriterien auch versammelt wiederfinden. Ausschlusskriterien sind ein wesentlicher Bestandteil in unserem Investmentansatz. Da können wir systematisch Anlagen oder Anlageklassen ausschließen, Branchen, Unternehmen, Staaten, die dann einfach keine Berücksichtigung finden sollen oder die zumindest begrenzt werden. Das könnte zum Beispiel sein, dass wir mit unseren Anlagen keine Rüstungsindustrie unterstützen wollen, kein Glücksspiel und Kinderarbeit, nur immer drei Beispiele zu nennen. ESG ist ein ganz wesentliches Thema in unserer Anlageberatung. Das E steht für Environment, also für Umwelt, Social halt entsprechend für Soziales und Governance, für die Unternehmensführung, die Unternehmenskultur. Bei unseren Kunden wird natürlich automatisch das S bespielt. Wir haben sozialwirtschaftliche Träger, für die ist das S das Ausschlaggebende ihrer alltäglichen Arbeit. Nichtsdestotrotz ist es auch in deren Anlageentscheidung von Relevanz, dass auch das I und das G Anwendung finden, zumindest aber auch berücksichtigt werden. Unter SDGs versteht man Sustainable Development Goals. Das sind die nachhaltigen Entwicklungsziele der UN. Die Weltgemeinschaft hat seit dem Jahr 2015 sich Leitziele für das Jahr 2030 vorgenommen, in sozialer, ökologischer und ökonomischer Hinsicht, und probiert diese innerhalb von 17 Zielen, die sie formuliert haben, dann auch zu erreichen. Ich glaube, vorrangig ist das Thema der SDGs ein wesentliches Thema, welches jetzt weiter Berücksichtigung finden sollte in der Anlageberatung. Darüber hinaus gibt es halt das 2-Grad-Klimaziel, auf das sozusagen Anlageentscheidungen abgestellt werden können, oder auch der Carbon Footprint, das heißt, wie viel Ausstoß wird mit der oder erzielt das Unternehmen, welches zum Beispiel in irgendeiner Anlageform sich wiederfindet. Ich glaube, der Wissensstand tatsächlich, wenn wir den so beschreiben, wir unserer Kunden, ist in dieser Hinsicht unterschiedlich. Ja. Ich glaube, Kunden, die sich schon öfter auch mit der Thematik der Wertpapieranlage auseinandergesetzt haben, haben natürlich entsprechende Vorkenntnisse, die sich selber angeeignet haben, vielleicht auch schon durch Vorhergespräche mit uns. Dann muss man nicht zu viel Vorarbeit leisten. Aber ich muss sagen, es macht mir auch große Freude, wenn man tatsächlich mit einem Kunden auch das erste Mal über diese Thematik spricht und dann einzelne Zusammenhänge erklärt bzw. Möglichkeiten erläutert.